Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Ellerbach. Es geht weiter aus dem Class Dominator. Und wir haben ja in der letzten Folge angefangen, hier den Weizen zu ernten. Und dort werden wir jetzt auch weitermachen. Und zwar mit den Innenbahnen, denn das Vorgewende habe ich fertig. Und jetzt können wir ganz entspannt hier rein starten und los geht's. Auch mit Schwartablage werden wir hier machen. Stroh können wir ganz gut gebrauchen. Und gleich dann auch für unsere späteren Kühe vielleicht mal. Je nachdem, wo wir hingehen, ob wir in die Kühe gehen oder vielleicht auch Schafe. Da bin ich mir noch unsicher. Aber wir sind auch gleich voll, deswegen müssen wir gleich auf jeden Fall den Kramer wegfahren. So einmal ausleeren fahren und dann hier wieder hin, um einmal den Drescher abzutanken. So, gut. Dann lass man hier gleich stehen, Rohr ausfahren und dann laufen wir einmal zum Kramer hin. Würde ich sagen, das hier müssen wir auch noch mitnehmen, das bisschen hier. Das ist natürlich nicht viel, aber ausschlaggebend. Deswegen. So, dann kommen wir her hier, Kollege. So. Dann fahren wir mal in Richtung Pause. Schütten das da einfach mal in das Silo rein und dann ist gut. Was ist eigentlich das andere Bild? Das ist jetzt gar nicht. Wir fahren hier einfach entlang, oder? Boah, das ist eh abgeerntet, da können wir bestimmt mal lang fahren. Andere müsste Hafer sein. Ja. Wir haben noch Hafer offen. Ist zwar kein Riesenfeld, aber zumindest hat es Getreide drauf. Und eigentlich wollte ich gucken, ob das erntereif ist. Hier ist auch irgendwas angesät, aber ich glaube, das war nicht so geil. Welcher sofort sehen. Gut, dann beim Haus kippen. Was haben wir denn hier Schönes drauf? Hier ist gar nichts drauf anscheinend. Irgendwas ist angesät, aber man sieht nicht was. Oder? Es ist doch angesät. Was? Aha. Weil das ist ja geil. Hier wächst Gras. Wir kriegen noch eine Wiese mehr. Das ist ja top. Das ist ja wirklich absolut Premium. Muss man sagen. So, das Feld ist erntereif, gut. Dann musst du auf schnellstem Wege zurück zum Feld, um deinen Drescher da abzutanken. So, hier wieder bei das Nachbarfeld. Dann bis da unten hin. Und dann sind wir ja da auch schon fast am Drescher dran. So. Upsala. Das wird ein bisschen nah. Gut. Das klappt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann machen wir da so 7.500 Liter rein. Machen wir hier das Feld noch zu Ende. Gucken, wie viel da noch rumkommt. Aber ich denke, Weizen ist ja relativ ergiebig. Ich denke mal, das werden wir auch nicht verkaufen, den Weizen. Einfach, falls wir vielleicht mal irgendwas brauchen. Man das halt noch auf der hohen Kante hat. Mensch, jetzt. So, gut. Sehr schön. Upsala. So,
Sehr schön. Dann hier in die Bahn rein. Gut ist. Ja, mal gucken. Sehr schön ist im Angebot. Es ist alles Kacke. Auch alles kein Mensch. Ganze Zeug hier. Muss dann sowieso erstmal gucken, dass wir hier die Felder völlig versorgen. Also mit Kalk und Dünger und sowas. Dann werden wir es erstmal unterflügen oder sowas in der Art. Unterflügen, untergrubbern, irgendwas. Werden wir definitiv machen. Weil auch wenn ich jetzt eine Direktsaat habe, muss ich die ja nicht direkt voll ausschöpfen. Ist natürlich schön, dass ich die habe. Aber halt einfach aus dem Grund, dass ich mir nicht zwei Sämaschinen kaufen muss für Mais oder auch Sonnenblumen. Je nachdem. Dass ich da halt nicht so viel. Mensch. Deswegen werde ich da nicht mit einer Direktsaat drüber fahren. Direkt. Macht auch keinen Sinn, dann kommt wieder Unkraut und so weiter. Und ich glaube, ich habe nicht mal eine Spritze. Deswegen macht das ja aktuell sowieso keinen Sinn. Genau, Spritze habe ich nicht. Robert wird nicht. Mal, wieso hat er jetzt eigentlich die Dings nicht genommen? Den Weg? Ja, den. Kurs? Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Der war doch gerade noch in dem Kurs drin, oder nicht? So. Jetzt. Weil ich glaube, bei Grobern ist dasselbe Problem, dass es da eben dann trotzdem hochkommt, das Unkraut. Deswegen. Wenn wir das einfach einmal unterflügen und dann können wir mit unserem tollen New Holland arbeiten. Deswegen. Aber es ist natürlich auch mal wieder eine Befreiung, wenn ich hier das ablegen darf und mich dann aufs Grasmähen konzentrieren kann. So. Sehr schön. So. Das läuft. 40% haben wir gleich schon wieder. Ja, da werden sicherlich 60 bis 70%, denke ich mal, zusammenkommen, oder? Ja, vielleicht auch nur 50 bis 60, je nachdem. Wenn wir ja gleich sehen. 3,5 Bahnen sind es noch ungefähr. Das ist doch auch ein schönes Bild, der Kollege hier. So. Sehr schön. Ich will nicht aussteigen. Aber der sieht schon nicht verkehrt aus. Hinten. So. Gut. Sehr schön. Das läuft ja. So. Gut. Weizen qualmt natürlich auch ein bisschen. So, das müsste ich vielleicht nochmal wieder ändern. Nicht, dass ich beim nächsten Mal hier einsteige und dann denke ich, was ist denn hier los? Ich krieg's nicht behoben. Das wäre schlecht. So. Aber ansonsten geht es eigentlich fit. Sehr schön. Ach man, ich liebe einfach GPS. GPS ist schon geil. Natürlich kostet es viel Geld, aber es erleichtert halt so viel. Das muss man halt einfach ganz klar dazu sagen. GPS hilft halt einfach so krass. Auch wenn man jetzt halt keinen CP-Helfer laufen lässt. Erstens macht's Bock aktuell. Und ich finde auch, dass man das viel zu selten macht. Und ich meine, in den anderen Projekten habe ich relativ häufig gesagt, hier, lass den Helfer machen, gut ist. Das wird hier nicht so krass vertreten sein, hoffentlich.
Je nachdem, wie es halt dann irgendwie aussieht. Ist das die letzte Bahn? Sollte die letzte Bahn sein. Ja. So, sehr schön. Sehr schön. Dann sind wir hier auch durch. Aber wir sind über 70% gekommen. Das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Muss man sagen. So, weil ich wollte nicht rückwärts fahren. Ich wollte eigentlich vorwärts fahren. So, gut. So, sehr schön. Da ein Rohr ausklappen. Und das Zeug da noch reinhauen. Und dann fahren wir Richtung Feld 96. Hier unten. Muss ich da hin? Einmal hier hoch. Hier rum fahre ich hin. Ich glaube, das ist kürzer. So. Ich habe jetzt hier meine 7 Sachen gepackt. Und es geht auf Feld 69. Dafür werden wir jetzt einmal hier hochfahren. Und dann vorne rechts rum. Nee. Links rum. Links rum und dann rechts rum. Ups, ja. Mal hier die Lichter machen. Also hier links rum. Da fahren wir nach Bachern. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie über den Hof kommen. Guck mal, das ist ja eigentlich der Standardhof hier. Den Hof bekommt man normalerweise als Standardhof. Wo die ganzen Fahrzeuge und so alles schon draufstehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den gar nicht so verkehrt. Aber irgendwie hat mich der andere ja angelacht. Natürlich hätte man hier diesen großen Hof nehmen können. Wenn man das möchte. Oder vielleicht auch den hier. Aber, ach, wofür? Ich muss da rechts rein. So, sehr schön. Das passt. Ich finde den Hof halt hier schon sehr groß. Naja, Ansichtssache, würde ich sagen. Gut. Aber da vorne ist auch schon unser Feld. Ausmachen. Können wir auch wieder aufklappen. Den Kollegen. Und den Anhänger stellen wir hier auf die Wiese. So. Dann einmal drehen. Und ne, oder? So. Und dann Schläuche und die Zapfwelle dran. Und dann geht's auch schon los. Hier würde ich tatsächlich auch wieder bei Bahnvorgewinde ohne Vorablage machen und dann den Rest mit. Sehr schön. Das Feld ist natürlich nicht ganz so groß, aber ich denke, es ist ausreichend. Hier wird auch, denke ich mal, ein bisschen was bei rumkommen. Upsala. Genau. Und wie gesagt, sowas hier könnte man dann halt per Timelapse machen. Also man sagt jetzt hier, startet die Timelapse und dann geht's los und dann, ja, ernte ich das Feld ab. Das werden wir aber heute nicht machen. Ich würde sagen, ich mache hier noch das Vorgewinde zu Ende. Beziehungsweise hier das erste Vorgewinde. Und dann war's das auch schon für heute. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr von dem Projekt haltet. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Unterstützt mich dort gerne. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.